Moin und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Kartellmarkt aktuell. Eine weitere Woche und ein Tag ist rum. Wir sind ein bisschen später dran diese Woche. Ich hatte einiges zu tun, deswegen jetzt mal etwas ungewohnt. Dafür gab es ja am Montag auch schon ein Video, das letzte vom PTS, was die Klassenrendung angeht. Es kam in den Kommentaren die Frage danach, ob ich das Ganze mal zusammenfassen könnte. Ich denke mal, das werden wir zum Wochenende dann tun und äh, sozusagen nochmal einen kurzen Abriss darüber geben, was haben wir denn schon gelernt jetzt über 6.0. Und äh, da werden wir das Ganze, wie gesagt, nochmal schön zusammenfassen und nochmal aufbereiten, ähm, worauf wir uns denn freuen können und was vielleicht so ein paar Kritikpunkte auch noch sind an der ganzen Sache mit dem mit der Umgestaltung des Gearing-Systems. Jetzt haben wir heute allerdings erstmal was anderes vor. Und zwar gab es in der letzten Woche ja ein kleines Gewinnspiel. Und äh, bis Sonntagabend sollte man sich eintragen. Ich habe jetzt allerdings gesagt, dadurch, dass ich Sonntagabend nicht mehr dazu gekommen bin, das Video fertig zu machen, habe ich gesagt, okay, alles, was bis zum jetzigen Zeitpunkt drin ist, obwohl da jetzt nichts weiter dazu gekommen ist. Also, äh, jetzt ist wie gesagt vorbei damit. Ähm, ich habe die Liste fertiggestellt, ich habe sie geschlossen und wir haben lasst mich kurz nachgucken wir haben 59 Teilnehmer ja nicht ganz so viel wie beim letzten Mal aber trotzdem 59 Teilnehmer und die daraus diesen Teilnehmern werden wir jetzt einen Gewinner auslosen das heißt ich werde euch jetzt hier wieder an der Seite das wird jetzt hier auch ein bisschen das Charakterfenster wahrscheinlich überblenden ich werde euch hier jetzt einfach mal einen Ausschnitt einer Excel-Tabelle hier einspielen. Das seht ihr hier gerade. Ihr seht auch meine Maus hier. Und hier seht ihr an der Seite den entsprechenden YouTube-Namen und den Ingame-Namen sowie die Fraktionen, die angegeben wurde. Und da seht ihr hier, da sind einige drin. Hier fehlt leider die Fraktion bei einem. Das kann man eventuell dann im Nachhinein noch nachreichen. Und dann haben wir hier unten noch zwei weitere oder drei weitere Sachen zu stehen. Kommen wir gleich zu. Wir werden wieder eine Zielzahl vorher erwürfeln und werden dann für jeden Einzelnen ebenfalls drei Zahlen würfeln. Also wir würfeln drei Zahlen. Und werden dann ebenfalls für jeden Einzelnen eine dieser äh, jeweils drei Zahlen würfeln. Daraus wird die Summe gebildet. Und wer den kleinsten Abstand zu unserer Zielzahl hat, der hat dann entsprechend das Ganze gewonnen und bekommt die 2400 Kartellmünzen. Ich würde sagen, damit fangen wir an. Das Ganze wird ein relativ langatmiger Prozess, weil das sind eben 60 mal 3, also 180 ähm, Zahlen, die wir würfeln müssen. Dementsprechend wird das ein bisschen dauern. Aber sagen wir mal so, wir fangen jetzt einfach mal an und zwar werden wir jetzt erstmal drei Charaktere aussuchen, auf denen das ganze stattfinden wird. und da haben wir jetzt nehmen wir einfach Silencia, weil das ist nämlich der Charakter, mit dem ich auf Hoth unterwegs war. das ist übrigens die Location von dem Bild, ähm, das ich in der letzten Folge gezeigt hatte. da war ich nämlich auf Hoth unterwegs und habe da an der einen Stelle diese Container ausgezählt. Und alle, die jetzt hier drin stehen, die haben auch die richtige Antwort. Ich habe mir die Zahl von zwei Mitgliedern äh, aus der Gilde bestätigen lassen. Die sind hier nicht mit dabei, logischerweise, ähm, und es sind 63 Container. Dementsprechend, das waren noch die meisten Antworten. Und da haben auch viele gedacht, okay, haben sie sich scheinbar nicht verzählt. Wenn viele auf dasselbe Ergebnis kommen, 63 Container sind da an der Stelle korrekt gewesen. Genau, mit dem Charakter war ich da. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal drei neue Charaktere würfeln. Ich habe 52 davon im Gesamten und ich werde das Ganze auf drei verschiedenen Charakteren machen, einfach um sicherzustellen, dass sich der Zufallsalgorithmus nicht wiederholt. Ne, das wäre sonst ein bisschen doof. Dementsprechend, wenn wir jetzt hier erstmal gucken, das war drei Charaktere uns auswürfeln. Ich habe 52 Stück, das heißt, wir geben ein Slash Roll 52, dann würfelt er eine Zahl zwischen 1 und 52. Mehr ist nicht, weil höhere Charakter habe ich nicht. Und dann zählen wir nachher die Charakter einfach durch. So. Und die Nummer 1, und das zeige ich hier auf der rechten Seite. Die Nummer 1 ist der Charakter mit der Nummer 26. Das Ganze machen wir nochmal. Da haben wir die 34. Oh, das sind irgendwelche Charaktere, die ich ewig nicht gespielt habe. Ist auch mal wieder schön. Und die 49. Also, letzte Seite ist am Start. Wir werden jetzt mal ganz kurz nachgucken, welche Namen dahinter stehen. Und auf den Charakteren werden wir dann unsere Zahlen hier oben entsprechend erwürfeln. Das heißt, wir gehen raus. Ich habe mir die Zahlen hier rechts notiert. Das seht ihr hier auch äh, auf der rechten unteren Seite noch im Bild drin. Und da werde ich das Ganze eben entsprechend jetzt auch drin lassen. Und ich hoffe, ich vergesse das Scrollen nicht, sodass ihr das auch ordentlich seht. Ähm, werden wir sehen. Okay, wir zählen mal durch. Es sind immer äh, sechs Charaktere pro Seite. Na, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier sind wir bei 12. Wir müssen zu 26. 12. Ne? sind wir hier bei 18, das ist die 24, 25, 26 Serexana, ist hier als erstes mit am Start, können wir auch mal mit aufschreiben, die 26 ist Serexana, ein Schatten, den ich auch schon Ewigkeiten habe, die wird jetzt uns unsere erste Zielzahl würfeln und dann dementsprechend ähm, für jeden einzelnen auch. Das heißt, wir geben ein slash roll, das machen wir bis 100 natürlich und haben hier als erste Zahl die 81. Seht ihr schon, hier haben wir jetzt überall die Differenz 81 drin und jetzt bekommt jeder sozusagen eine Zahl hinzu und dann werden wir mal schauen, was wir hier rausbekommen und das denke ich mal machen wir ein bisschen im Schnelldurchlauf weil das ist eine naja, relativ langatmige Sache das heißt mit dem ersten fangen wir ja an 24 denkt also dran das ist zweimal ähm, 64 hintereinander das ist so natürlich dadurch dass wir dreimal würfeln die erste Zahl heißt im Endeffekt noch gar nichts das heißt es kann gut sein dass mit der letzten Zahl dann einiges entschieden wird und mit den ersten Zahlen hier eben erstmal nichts los ist. Hier zumindest eine 4 dabei. Da kann am Ende natürlich auch noch zweimal die 90 kommen und dann ist man vielleicht auch wieder voll mit dabei. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beschleunigen wir das Ganze. Und sehen uns dann am Ende dieser Zahlenreihe wieder. Das war die letzte, die Nummer 6. Und jetzt sehen wir schon, wir haben hier in der Differenz hier zum Beispiel eine 1 mal drin. Das heißt, da haben wir tatsächlich direkt die 80 getroffen. Die 81 haben wir aber, glaube ich, nicht getroffen. Ich glaube, die 1 ist tatsächlich die kleinste Differenz. 7, 2, 6, 4, 1, 9. Ja, tatsächlich die 1 ist das kleinste. Direkten Treffer haben wir noch nicht. Jetzt werden wir die Nummer 2 hier auf den Charakter Nummer 34 wechseln. Das heißt, wir werden das jetzt äh, wieder durchzählen. Und äh, werden mal nachschauen, wer das Ganze ist. Und auf wen wir denn gleich weiter würfeln dürfen. Jetzt sehen wir natürlich, hätte ich vielleicht vorher machen sollen, äh, nicht mit, dass der Rexane jetzt nach vorne gerutscht ist. Das heißt, wir fangen hier an, sind hier bei 1, 2, 3, 4, 5.

637, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Xael ist die Nummer 3. Alles Reps tatsächlich. Also wenn sich einer von den Imperialen beschwert, er hat kein Glück gehabt beim, beim Gewinnspiel, dann wisst ihr woran es liegt. Wurden nur auf Reps gewürfelt. So, damit haben wir hier die drei Charaktere schon mal festgelegt. Jetzt werden wir mal die zweite Zielzahl hier würfeln. Und dann mal gucken wie das hier... In der Spalte aussieht dann. Und wie wir dann vielleicht in Kombination mit der Zahl davor äh, vielleicht sogar einen direkten Treffer hinkriegen. Jetzt werden wir erstmal die 83, oh, zweimal so eine hohe Zahl. Sind wir also bei 164 jetzt im Delta, äh, im, im Gesamten. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Jetzt fangen wir auf jeden Fall einfach mal unten an und werden uns nach oben durcharbeiten. Das heißt, wir machen hier auch wieder fleißig weiter. Und dann sehen wir uns am Ende der Reihe ganz oben. Damit sind wir hier auch durch. Jetzt hat sich das schon ein bisschen herauskristallisiert. Rein rechnerisch, alle die mehr als 100 und Punkt haben, jetzt hier in der Differenz, können äh, schon gar nicht mehr gewinnen. Hier geht das noch. Also ein Punkt wird zum Beispiel in der Zielzahl gewürfelt. Dann sind es noch, äh, nee, dann geht es auch nicht mehr. 99 ist tatsächlich die Grenze. Alles über 99 funktioniert nicht mehr. Einer muss mindestens noch hinzukommen und man kann maximal noch 100 bekommen. Das heißt, 99 ist da tatsächlich das Beste. Wer also dreistellig hier noch dabei ist, der hat da wahrscheinlich oder ziemlich wahrscheinlich bis jetzt äh, sehr schlechte Karten. wir hier hinten im dreistelligen Bereich ist, sind nicht viele. Ja, die meisten sind noch dabei. Und wir werden jetzt eben auf den letzten Charakter loggen und das den letzten Durchgang machen. Wir haben keinen Volltreffer dabei. Ich glaube, der geringste Abstand sind zwei. Ne, ist glaube ich die drei hier unten. Das ist der geringste Abstand. Die geringste Differenz. Ansonsten haben wir hier oben noch eine 8 und eine 4. Das ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt gucken wir wie gesagt auf dem nächsten, auf dem letzten Charakter nach dem endgültigen Ziel dann. Und dann wird sich einer herausstellen, sollte das nicht so sein, sollten tatsächlich zwei genau gleich großen Abstand haben, dann werden wir mit den beiden noch eine extra Runde drehen. Und äh, werden noch mal sozusagen einen Würfeldurchgang machen. Letzte Seite. Sale darf mal wieder ran. Ich habe sie bestimmt seit äh, gefühlt 20 Jahren nicht gespielt. Also muss Ewigkeiten her sein. Und jetzt gucken wir mal nach, was wir hier für schöne Zahlen erwürfeln. Und wer dann hier am Ende das Ganze mit nach Hause nehmen kann. Geht ja immerhin um ein bisschen was. So, roll und wir kriegen tatsächlich ein noch eine hohe Zahl und zwar noch mal eine 99. Das heißt, hier ist also definitiv was Kräftiges dabei. Hier muss jetzt tatsächlich alles passen, wer hier noch dabei sein will. Das heißt, wir machen weiter und fangen hier oben mit der 10 an und werden uns dann gleich wieder sehen. Da ist eine 100 direkt hinterher und werden uns dann gleich wieder sehen entsprechend. In, äh, den letzten, in der letzten Zeile dann wieder, wo wir dann ein Ergebnis haben. Und das war die letzte Zahl. Und damit sind wir durch. Und das äh, Finalergebnis fiel tatsächlich direkt in den ersten Zeilen. Das heißt, wir sehen hier, die Abstände sind noch relativ hoch. Und dann haben wir einen Abstand hier oben, 4. Und dieser Abstand ist der kleinste. Und damit ist äh, diese Person hier mit den Würfeln sozusagen am nächsten an der Zielzahl dran. Und hat damit dieses Gewinnspiel gewonnen. Das heißt herzlichen Glückwunsch an Kiryu bzw. Erik Mayer auf YouTube. Ich werde mich mit dir in Verbindung setzen und du bekommst dann entsprechend den Gewinn zugeschrieben. Ich bedanke mich natürlich für, bei allen fürs Mitmachen, auch für die Glückwünsche für die 2400. Wir sind ja jetzt schon bei 2500. Aber äh, es geht natürlich auch weiter nach oben. Und so soll es natürlich auch sein. Vielen Dank, wie gesagt, für die Treue, für das fleißige Zugucken und Mitmachen. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns gleich nochmal auf der Flotte wieder. Und dann werden wir nochmal unser wöchentliches Allerlei durchhandeln. Und dann sehen wir uns, äh, wie gesagt, und dann bis, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder genau dort auf dem richtigen Charakter. So, ja, den Gewinncode werde ich euch natürlich nicht zeigen und ich werde euch auch nicht zeigen, wie ich das Ganze übergebe an den entsprechenden Spieler, weil der erste, der hier zuguckt, der schreibt das Ding ab und äh, dann hat der Sieger davon nicht viel. Deswegen passiert das im Stillen, aber ich denke mal, ähm, das, äh, da glaubt ihr mir das schon, dass ich das mache und dann äh, wird sich das auch sicherlich, dann äh, wird sich der vielleicht auch noch der entsprechende Spieler vielleicht auch nochmal in den Kommentaren melden und sich dafür bedanken, denke ich mal. Äh, ist zu erwarten. Gut, wir sind auf der Flotte. Wir schauen mal rein, dass dich die, dieswöchige Event ist Emergency Operations. Das heißt, der Fokus liegt hier tatsächlich wieder auf den Operationen. Güter, Tempel, Götter der Maschine, explosiver Konflikt, Dread Fortress. Ist also alles mit dabei. Natürlich auch Gruppenfinder-Operationen darf nicht fehlen. Und damit haben wir diese Woche kein Event laufen. Nächste Woche ist dann Raku Resurgence auf Alderan. Letzte Woche war das Kree Event, Doppel EP Event ist jetzt auch demnächst vorbei. Wir sehen, nee, ist sogar schon vorbei. Ist jetzt am Dienstag, glaube ich, ausgelaufen, ne, am 20. Und äh, ja, das heißt, das waren jetzt vier Wochen. Wir hatten viel Zeit zu leveln. Ich hoffe, ihr habt diese Zeit genutzt. Und äh, jetzt ist erstmal wieder nichts. Ich denke mal, dann irgendwie nach dem Release von 6.0 wird es das Ganze noch mal geben. Das ist allerdings noch in ferner Zukunft. Dementsprechend brauchen wir doch nicht drüber sprechen. Akku Surgeons nächste Woche dann wieder auf Alderan. Entsprechende Rakuli jagen in den Tunneln. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt in den Kartellmarkt und äh, schließen die ganze Sache ab hier für das heutige Video. Was haben wir hier so schönes drin? Techno League Matrix Tuning. Ja, 900 und das ist schon zur Hälfte runtergesetzt. Ah, ich habe keine Waffe drin. Das müssten wir nochmal ändern vorher, damit wir da auch wirklich was sehen. Nein, Weapons. Und dann nehmen wir mal nur die gesammelten und dann nehmen wir hier irgendwie hier sowas zum Beispiel. Ne? Previewen wir hier an der Stelle mal. Und jetzt sieht man. Dieses Tuning hier, da ist das so ein bisschen rot leuchtend um den um das Heft rum. Ja, das ist der ganze Effekt. Dafür zahlen wir 900 Grad oder im Original sogar 1800. Das ist äh, ja ist ein Witz, sagen wir es mal so. Exterminated Armor Set. Auch ein sehr schönes Set. Ähm komplett in schwarz. Die Maske müssen wir uns mal wieder wegdenken. Komplett in schwarz gehalten. Das ist so eine Abwandlung von dem, was es auch, äh, mal gerade überlegen, wie das hieß. Äh, dieses klassische sith und set was man auch aus dem Angriff auf Coruscant Trailer kennt. Ich glaube, das habe ich auch. Ich weiß halt bloß nicht genau, wie es heißt. Eradicator, Eradicator. Genau, Eradicator ist das mit den, mit den roten. Ja, das sieht im Zentrum, in der Mitte ungefähr gleich aus, also auch mit diesem blauen Hintergrund. Dann hat das allerdings kurze Ärmel und eben so ein rote untersetzte Ränder. Und dazu gibt es auch nochmal eine Maske. Und das Ding hat denn hier eben die längeren Ärmel und keine roten Ränder. 1080 zahlen wir dafür statt 1440, ist denke ich mal in Ordnung. Wir können mal nachgucken, was das Ding äh, hier kostet ja, naja, 250 Millionen darf man schon mal zahlen dafür. Das ist natürlich auch ein stattlicher Preis, sage ich mal. Aber wenn man sich das so zusammenkauft, dann kommt man sicherlich, ja, kommt es auch nicht billiger. Mit dem, mit dem Bruststück bis 275 Millionen. Ist kräftig. 1080, also vielleicht ein ganz gutes Angebot. Hatten wir letzte Woche, hatten wir letzte Woche, hatten wir letzte Woche. Defiant Vented Lightsaber. Oh, 5100, also so gefühlte, fast 35 Euro kostet die Kiste oder das Lichtschwert in dem Fall 30 60 jetzt also auf, obwohl 40 fast die Hälfte runtergesetzt ist zahlen wir immer noch über 3000 KTMs und dafür also immer noch irgendwas in 20ern von Euro her. Das Besondere hier dran ist natürlich es hat diesen Stil von äh, Kylo Ren's Lichtschwert mit diesem klassischen Crossguard, was man an den ganzen Schwertern aus dem Mittelalter auch hatte. Es flackert allerdings nicht so, es ist nicht wie das Unstable Arbiters, was dann eben zusätzlich noch flackert, sondern es ist halt ein sehr glattes Schwert, ein klassisches Schwert, was einfach bloß diesen Crossguard mit hat. Diesen Handschutz sozusagen. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also wegen diesem kleinen Gimmick, solange es keinen Waffendesigner gibt, fällt das sowieso aus und das ist einfach viel zu teuer. Ja, Defiant Vented, wir können aber ja nachgucken, was wir hier dafür zahlen würden. Defiant Vented sind wir auch im 40 Millionen Bereich und das ist das Dual Saber, das Lightsaber, oh, 43 Millionen, ist eine kräftige Kiste. Ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht, wenn man es sieht aus einer Kiste oder durch Zufall oder irgendwie sowas, dann gerne. Aber ansonsten würde ich da die Finger von lassen. Legacy Unlock Sith Pureblood als äh, Premium-Spieler bzw. Abon Abonnent hat man das Ganze natürlich. Sonst muss man sich das freischalten. Kostet 400 Kartellmünzen statt drei, äh, 600. Jetzt also gerade ein bisschen runtergesetzt. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ähm, wir schauen mal nach. Äh, ja, gibt es? Ah, oh, nee, das ist ein Deko-Item. Nevermind. Ähm, das heißt, das gibt es auch tatsächlich gar nicht. Müsste man tatsächlich dann für KZ-Münzen kaufen, wer also als nicht hier äh, unterwegs ist. Wir werden hier nochmal reinschauen, ich werde mir das nochmal hier komplett anlegen und dann schauen wir nochmal ganz fix auf, äh, die, auf die Färbung des Ganzen, das heißt wir schauen hier nach einem Die-Module und schauen natürlich unser klassisches Schwarz-Weiß nach. Und sehen, das färbt auch sehr glatt. Ja, sehr, sehr klassisch. Also jetzt gerade primär der Umhang und äh, die Schuhe zum Beispiel. Oder die Maske, denken wir uns weg. Ähm, oder hier eine Tasche färbt primär. Der Rest färbt sekundär. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt hier gleich mal umdrehen. Da. Dann sehen wir, okay, hier bleibt halt das Blau so ein bisschen erhalten. Und so ein paar schwarze Akzente. Aber ansonsten färbt das entsprechend mit. Ja, das äh, wird es dann gewesen sein. Wir haben hier im Endeffekt, glaube ich, alles durch. Wir schauen nochmal ganz kurz nach den Dekorationen, ob hier irgendwie noch was dazugekommen ist in kürzerer Zeit. Aber das sind hier immer noch diese Relax-Dinger. Da haben wir also auch nichts Neues mit am Start. Gut, das soll es dann gewesen sein für dieses Video. Wir haben die Auswertung vom Gewinnspiel gemacht. Herzlichen Glückwunsch also auch nochmal an den Gewinner. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Sache hiermit. Gerne lasst da Kommentare oder ähnliches unten drunter. Würde ich mich natürlich darüber freuen. Und dann sehen wir uns spätestens am Wochenende oder in der nächsten Woche wieder in einem neuen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Mein Name ist Theodor und ich bin raus. Tschüssi.